Ja, hey, willkommen, mein Hamster Nero LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir das Buch abgeliefert, das Cid geliefert haben wollte. Dann sind wir in Winnie Poohs Welt reingegangen und haben da ein paar Sachen gemacht. Dann haben wir Rico getroffen und Donald war voll der Mistkerl zu dem. Und alles andere Zeug. Wisst schon. Und jetzt sind wir auf dem Weg zu Traverse Ost, weil Zitter uns ja gesagt, er wartet da auf uns, habe ich glatt vergessen. Und ja, wir gehen jetzt dahin und sagen ihm Bescheid, ja, das Haus wurde geliefert. Das Haus, das Buch. Hi. Habt ihr schon mal etwas von Malefiz gehört? Sie soll in der Stadt sein. Wer ist sie? Eine Hexe. Was für eine? Sie hat Herzlose in diese Stadt gebracht. Unterschätzt sie nicht. Sie nutzen die Herzlosen schon seit Jahren. Ihretwegen haben wir unsere Welt verloren. Eines Tages haben die Herzlosen unsere Welt erobert. Das war vor 9 Jahren. Ich konnte fliehen und bin mit diesen Leuten hierher gekommen. Es ist ja schrecklich. Vor 9 Jahren, warte mal. Squall ist irgendwie so weit mit 18 oder so in Final Fantasy 8. Da müsste er ja 9 gewesen sein. Unser Anführer war ein weiser Mann namens Anselm oder ist dann jetzt 27 oder was? Ich habe keine Ahnung. Er hat sein Leben der Erforschung der Herzlosen gewidmet. Nach seinem Bericht können wir Sicherheit nehmen, wie wir sie wieder loswerden. Wo ist dieser Bericht? Wissen wir nicht. Hüpf. Die Seiten wurden überall hin verstreut, als unsere Welt zerstört wurde. Ich bin sicher, Malefiz hat die meisten davon. Woher wissen die alle? You see, it's just as I told you. While you toiled away trying to find your dear friend, he quite simply replaced you with some new companions. Um dich zu finden. Evidently, now he values them far more than he does you. You're better off without that wretched boy. Now think no more of him and come with me. I'll help you find what you're searching for. Oh ja. Habt ihr das Buch abgeliefert? Das Navigummi ist eingebaut. Es kann losgehen. Ihr kommt zu mir. Und kommt zu mir, wenn ihr ein neues findet. Ein Warpgummi habe ich auch noch eingebaut. Yes. Jetzt könnt ihr zu Welten düsen, in denen ihr schon mal wart. So, ich muss mich um meinen richtigen Job kümmern. Was mein richtiger Job ist, ihr werdet sehen. Wir treffen uns in Traverse Mitte. Ich denke gerade an die Glocke in Traverse Nord, die vorhin geläutet hat. Die über Villa mit Kniff, um die rankt sich eine Legende. Aber die Tür ist vernagelt und da kommt niemand rein. Probier's einfach aus, Leute, dreimal, dann sehen wir, was passiert. Ja. Hier gibt's nichts. Nehmen wir es mal nach Traverse Mitte. Danach gehen wir zur Glocke. Bams. Ich liebe den Webzauber, ganz ehrlich. Wo sind denn die ganzen restlichen Postkarten noch? Ich weiß das gar nicht. Ich meine, mir fehlen noch 4 Postkarten. Krieg die alle her? Dicker Mann, gib mir eine Postkarte. Du brauchst Taler, wenn du etwas kaufen willst. Egal wo, ohne Taler läuft nichts. Da, hier. Heißt es. Hey, das ging ja schnell. Ja, wie bist du hier hingekommen? Jetzt wisst ihr es. Ich handle mit Gummisteinen. An euren Gummijet zu arbeiten war eine tolle Sache. Das nächste Mal gebe ich euch große Gummirabatt. Gummi halten. Na los, nehmt, das ist ein besonderes Geschenk. Das braucht ihr. Applaus ein wenig. Kommt zu mal, wenn ihr neue Gummisteine braucht. Ja, und hier können wir jetzt Gummisteine kaufen. Brauche ich aber nicht. Wenn ich ehrlich bin. Wird so gut wie fast nie, glaube ich. Gummijet hier ein bisschen verändern, mal hier und da zeigen, aber sonst eigentlich nichts. Das ist nicht so der Rede wert, finde ich. Aber irgendwann machen wir halt so mal am Ende so ungefähr. Immer brauche ich ein stärkeres, glaube ich.
So, wir müssen zur Villa mit Kniff oder da drüber Villa mit Kniff. Also da oben, da waren wir ja schon. Ey, ich dachte, du hättest den einen getroffen. Ja, das war, ey, daneben. Jetzt die ganzen Gegner sind jetzt hier wieder neu, ne? Ja. So, mach mal die fertig, die 5 Erfahrungspunkte. Ich glaube, hier werde ich so gut wie nie offscreen farmen. Weil irgendwie einfach nicht nötig ist. So, okay. Jetzt kann ich halt erkunden. Jetzt bin ich. Vorher konnte ich halt nicht untersuchen. Aber da muss ich ja wieder die ganzen Gegner hier erledigen. Reflektor ist halt jetzt viel einfacher. Au. Wie ist das gerade, ne? Au. Oh, Donald. Es geht schon wieder los, du fallst für die ganze Zeit. Ich brauche ja sowieso ein paar Gegenstände. Irgendwann. Diese roten Gegenstände meine ich. Hier, diese hier. Dann noch später. Kann man auch ein bisschen, ja. Ah. Oh mein Gott. Bop, 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 bop. Ah, daneben. Ich vergesse das immer. Da war jetzt Vita. Ah, der lebt ja auch noch. Ufi. Den Fecht, du bist ja 4-5 Level über mir. Aber ich kann das jetzt nicht untersuchen. So, 2 Postkarten, sehr gut. Man konnte ich das vorhin nicht erkunden, ganz ehrlich. So, dann da hoch. Ja, jetzt muss ich die auch noch erledigen. Au! Ups. Jetzt da, ja. Drücke irgendwann noch, weil ich nicht aufpasse, ich weiß das. Also. Wie soll ich denn da dran kommen? Hallo? So. Na, schnell. Aber du halt. So, dann ziehen wir mal dran. 3-mal. Das wird gesagt. Feuer. Dann nochmal. Farben. Und Wasser. Schön. Dann gehen wir mal da hin. Könnten uns eigentlich wieder vorher heilen. Es ist ein bisschen offensichtlich jetzt, ne? Ja, oder 34. Ich mal gern voll heilen, weil wir sind alle irgendwie im Eimer. Ah, jetzt hat Zeit. Also muss ich die 2 Postkarten noch abgeben. Fehlen noch 2. Gut. Können wir uns auch vorstellen, wo die sind. Final Elixier. Ups.
und Rihalkon. Sehr schön. Schon zwei, die sind eigentlich ganz schön wertvoll. So, einmal hier rein, einmal hier raus. Schön. Dann untersuchen wir mal das sehr mysteriöse Schlüsselloch. Und zwar von und der Seite hier. Oh, keine Gegner, okay. Hey, den kennen wir doch. Was willst du denn? Ich habe jetzt Reflektor, was machst du denn wieder? Oh mein Gott, er ist tot. Wir sind wohl stärker gewesen. Wir sind wohl stärker als vor sehr langer Zeit, als wir zum ersten Mal gegen ihn gekämpft haben. Wohl auch nicht. Oh mein Gott, er hat sich verwandelt. Wow. Oh mein Gott. Und seid ihr schon immer so schnell tot? Mein Gott, Goofy ist schon tot, Mann. Mal genau, du mal wieder leben. Ich mach das bestimmt nicht. Ich will gar nicht mit hier. Ich mal sehr schnell geheilt hier. Ja, das wird wieder ein bisschen schwieriger werden. Eigentlich ist nur der Schaden immer gefährlich. Finde ich jetzt. Und willst du hier kämpfen? Wir können sogar theoretisch auf den Dächern kämpfen. Ich kann eigentlich das Gebiet hier kurz verlassen. Man kann das Gebiet hier einfach so verlassen, wenn man will. Und irgendwann später hier zurückkommen. Theoretisch. Aber das macht man nicht. Sind die beiden Arme, also die beiden Arme, ehemals bekannt als Füße. Oh, läuft doch jetzt. Ah, heilen, heilen. Und noch mal die Bar. Mann, ist gut. Okay. Mein Torso. Ja. Nein. Ja, mit einem Analogstick geht da gar nicht. So. Geh weg. Aber kann ich gar nicht. Au. Ja. Ja, ich habe gerade auf die Leben, auf die Lebensanzeige geguckt und der hat doch schon die Hälfte abgezogen. So ein Dreck. Leute, fragt doch nicht so schnell, Mann. Ich kann doch Hilfe gebrauchen. Na, hier sind wir genau. Was war jetzt doof? Ausgerechnet jetzt tut die Dingens nicht funktionieren. Die Reflektor-Taste. Oh mein Gott, er ist tot. So, jetzt ein bisschen besser. Jetzt geht. Jetzt nicht die ganze Zeit den Torso analysieren, Mann. Übrigens immer noch nicht Analyse und kann immer noch nicht die AP der Gegner sehen. Er kotzt mich ein bisschen an. Ha!
What? Und Donald macht das schon wieder. Sehr gut. In die Ecke mit dir. So, ich hau jetzt erstmal wie ein Bilder. Wieder wohl irgendwas bringen. Ah, da oben sind. Was? Ach, da kann ich auch abwerfen. Gut. Ach so, das Ding kann ich nicht zurückschießen. Das ist ein Kanonenschuss. Ist ja schon wieder ein Tor so anvisiert. Oh, sehr gut. Ja, so kommt's jetzt. Mein Gott, Leute. Schlippe auch noch, Mann. Ich habe mich jetzt einfach dagegen kratzer, weil ich immer in Lebensgefahr bin. Wo ich den Schild am Anfang genommen habe. Doch gar keinen Sinn. Au. Weil wenn die auseinander sind, sind die irgendwie gefährlich, habe ich das Gefühl. Oh, Donald. Du hast jetzt auch noch Heilung, ne? Das weißt du. Also Vita. Jetzt hat schon wieder ein Tor so anvisieren. Na, so halt. Langsam wird's lächerlich. Ja, jetzt ganz schnell kaputt hauen. Au. Mach ich das davon immer noch drauf. Ich verstecke mich einfach hier. Was machst du jetzt? Schieß gar nicht. Weil ich möchte nicht aus Versehen durch die Tür gehen. Dann fängt der Kampf, glaube ich, wieder von neu an. Mal kommen wir da raus. So. So. So, das läuft auch viel besser. Habe ich schon letztes Mal viel mehr Tech-Punkte bekommen. Das ist sowieso erledigt. Gib auf. So, zack. Bams. Komm mal in die Fresse hier. Meine Güte. Das schwer ist der Kampf aber nicht. Kraft der Lüfte erhalten, die Magie Aero erlernt. Sehr schön. Glückst du aber nicht so oft eigentlich. Aber gut, sie zu haben, ne? Schön. Na, wie kommen wir hier halten? Direkt schon wieder. Okay, raus hier. Schlüsselloch versiegelt. Alle gerettet. Sehr schön. So, ich habe Ability Plus bekommen. Du hast, glaube ich, auch, ne? Du hast Goofy Trommel erlernt. Dafür machst du mal schon wieder weg. Und ich könnte jetzt hier Ratzefatze wieder reinmachen, aber sparen wir mal ein bisschen. Wo, ich habe jetzt eigentlich Reflektor. Ist so merkwürdig, wenn man am Boden irgendwie abwehren will. Dann rennt man so auf den Gegner los, das ist irgendwie unpraktisch. Aber ich habe jetzt Reflektor. Hey, habt ihr hier noch Navi-Gumminis? Ich wette, das soll ich euch einbauen. Ja, bitte. Scheint wieder nur ein halbes Navi-Gummi zu sein. Ihr müsst das Gegenstück finden. Okay. Komm wieder, wenn ihr beide Navi-Gummis habt. Okay. Dann sind wir ja fertig, ne? Oder? Ich hätte auch von da. Egal.
So, hi. Na? Katzen habe ich früher nie irgendwie aktiviert. As I live and breathe, if it isn't Pinocchio. Oh, hi, Jiminy. What in the world are you doing down here? Playing hide and seek. I just don't believe it. And here I was, up all night just worried sick about you. Why of all the Pinocchio? Guck da nicht hin. Pinocchio, sagst du auch die Wahrheit? Ja. Und was ist das dann hier? Das hat mir jemand geschenkt. Keine Flunkerei. Du weißt, dass du nicht lügen darfst. Eine Lüge wird größer und größer, bis du ertappt wirst. Genau wie die Nase in deinem Gesicht. Aber wozu soll man denn warten, wenn man etwas haben will? Warum soll man es sich nicht mitnehmen? Nehmen. Ui, wer sagt sowas? Du brauchst einen Rat von deinem Gewissen. Richtig, du bist mein Gewissen, Jiminy. In deiner Gegenwart würde ich nie lügen. Wieso ist er jetzt kleiner geworden? Er hat doch gerade gelogen. Du musst brav sein, um ein richtiger Junge zu werden. Du hast Geppetto doch versprochen, oder? Oh, weißt du, wo Vater ist? Ist er nicht bei dir? Jiminy, wir müssen Vater finden. Nicht so schnell. Da draußen dauern Gefahren und Versuchungen. Ich werde Geppetto suchen, also wartet hier. Und diese Freunde werden mir dabei helfen. Tatsächlich. Gehen wir, Sora? Du hättest uns vorher fragen können. Ja. Jiminys Gegenwart lüge ich nicht. Außer vorhin. Einmal. Okay, wir haben jetzt ein Navigummi, aber ich möchte vorher noch was anderes machen. Wenn ich mich richtig... Jawohl. In der Arena des Lebens findet zurzeit ein Wettkampf statt. Er hat hier hervorgeht etwas besonders Tolles. Ja. Wir haben jetzt ein Warp-Gummi. Dann können wir jetzt locker zu anderen Welten fliegen. Und das sieht dann so aus. Mobsgeschwindigkeit! Ja, jetzt muss ich nicht mehr die ganzen Dinger hier ausschneiden. Die einzigen Dinger, die ich jetzt nur fliege, sind auch die, die wir, ja, besuchen werden zu neuen Welten. Also ja. Ist ja kein Problem. So, und da sieht man schon ein Turnier, der Phil ist da abgebildet. Man kann sogar schon sehen, welche Gegner hier einen auf einen warten. Zum Beispiel die Dunkeltruppe. Panzertorso, die Hämmerer. Und da sind wir es. Wir Cup. Bäh. So, Herr Collade, wie geht's? Trittst du an? Ich würde gerne gegen dich kämpfen. Ja. Alle Helden mögen sich für die nächsten Spiele anmelden. Ja, wir gehen dann und versuchen mal den ersten Cup. Dürfte kein Problem sein. Ja, damit. War. Du kennst die Regeln, oder? Nö. Welcher Wettbewerb soll es sein? Phil Cup. Zu dritt. Ja, man kann auch Solo später machen und weiß nicht, auf Zeit. Weiß nicht, ob ich die auch machen werde. Wahrscheinlich auch Screen, weil, ja. Weiß nicht. Muss man jetzt nicht so sehen, finde ich. Ja, die Frage ist jetzt, sind die so stark wie in... Weiß ich nicht. Nö, sind sie nicht. Sind so stark wie in Traverse und so. Ich dachte, die werden ja noch so hoch gescaled. Aber anscheinend nicht. Antromoa, Vita-Zipfler und keine Ahnung. Ja, die halten schon ein bisschen mehr aus. Aber die sind auch kein Problem. Bei mir mit Heilung, da kann nicht mehr so viel passieren. Und mich eigentlich nur immer schnell genug hochheilen wieder. Bevor ich, ja, kaputt gehe. Macht Sinn, oder? Wenn ich hab, den sollten wir auch in ein paar Minuten hier noch schaffen. Die Bigfoots. Und hier kümmere ich mich um die Mauken. Freue mich, wenn ich Tech-Punkte bekomme.
Weihnachten. Ja. Ah, oh, verdammt. Mach doch nicht immer einen so einen komischen Rhythmus. Wo ist denn der Rest deines Körpers, Mann? So krank. Der war schon ein bisschen schwerer. Verdammt. Ich merke, der Anhänger ist so ein Dingens hier, so ein Schmetterling wie beim Schlüsselloch. Im tiefen Dschungel. Nur zwei. Auf deine Ladung hier zu laden. Ah. Ich habe, glaube ich, einen Äther, ja. Ich habe einen Äther ausgerüstet noch. Schlange nicht mehr hier. Umgerüstet alles. Ja, Blitze kann man nicht abwehren. Das wäre ja lächerlich. So. Die hinterlassen leider keine HP oder MP cool. Das ist ein bisschen nicht so gut. Aber egal. Hallo Wampe und Antromo. Lass mich ran, der pennt jetzt erstmal, ne? Ja. Ah, verdammt, blocken. Der kommt auf mich zu, genau. Ah, geht weg. Ja, Angriffskraft ist sehr wichtig für Donald. Gib mir MP. Ma. Ist nicht auf mich los, oder? Nee. Gut. Hey, Goofy. Keine Tech-Punkte bekommen. So, jetzt. Ah. Ah, ist doch nicht so einfach jetzt. Wir kriegen Schaden, wie blöd. Hitmänner. So, erstmal den hier. Ja, damit die mit einem Schlag weg sind. Ich bin mal ein bisschen auf Abstand, weil die Füße, die haben mir auch schon viel weh getan. So, jetzt ihr beiden. Aber zu früh. Oh gut. Wer war das? Goofy oder Donald? Einer von den beiden. Sehr gut. 10 Punkte. Jetzt nur noch 3. Oder 2, glaube ich. 3. Weiß ich nicht. 3. Ja, erstmal die Vita-Typen erledigen, weil sonst werden die Viecher hochgeheilt. Und die pennen direkt wieder. Ist die behämmert. Betäubungsschlag gelernt. Okay. Weiß ich nicht, was das nochmal ist. Ich hätte gerne, glaube ich, was anderes gehabt. Lieber. Na, komm doch her. Jetzt, wo ich Reflektor habe, ist das richtig chillig. Aber gib mir mehr MP. Danke. Wir sind aufstocken hier. Dürfte eigentlich hier kein Problem sein. Nee. Gauntlet, Hammerquanten und Antromor. Jetzt kommt der Kombinierte. Komischerweise kämpfen nicht kombiniert. Die haben alle, die halten sich alle irgendwie so komisch zurück. Bams. Der hat Bein gebrochen, den Fuß, meine ich. Ich halte mich lieber nach ihren Kratzer hier hoch. Ey. Ma. Wupp. Komm, die stehen einfach nur da, ne? Und sind Füße. Boah, ich habe mich da tot gesehen.
So, jetzt wird es langsam ein bisschen nervig. So, was mache ich jetzt? Oh, du blödes. Blöde Mauke, du. Potion. Ja. Ich hasse diese Verzögerung beim Heilen. Okay. Na gut, versuchen wir ein andermal, wenn ich hier so durchwasche wie blöd. Jetzt kann Bock mich hier zu frusten. Was ist Betäubungsschlag überhaupt? Für uns ein Abschlusskombo, die umstehenden Feinde bewusster schlägt. Ah. Kann ich mal anmachen, um zu zeigen, aber sonst. Oh, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.